Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket. Allerdings habe ich mein Ticket schon, deswegen spiele ich jetzt das zweistündige Ticket. Und habe dabei das Spiel Leagu of Panteos. Viel Spaß! Okay, und da sind wir schon wieder. Ich meine, eigentlich hätte das schon mal gespielt gehabt, aber der hat mich hier auf einen neuen Server geschickt. Und ja, da muss ich halt einen neuen Charakter erstellen. Let's begin our adventure. But dann first, schauen wir mal. We'll have to set up the team. The extra loot from the bosses will come in handy. Yippee! Heard of hero shards? You can fuse them to get new heroes. Once you have enough shards again, now let's level up our heroes. Don't forget to gear up your heroes too. Need more materials for upgrading the heroes? The bosses drop them. Zack, zack. Und fertig. Summoning is the easiest way to get new heroes. Koreanisch, ja. Blitzing gives you the good luck and rewards quickly. You can buy more attempts than the recharge power. Let's continue. Let's activate our first relic. Relics give your hero stat bonus. Each relic has 4 unlock requirements. What are we waiting for? Let's go complete those requirements. Let's check what have our heroes collected while we were away. Level 16. Hmm.
muss sie wohl noch ein bisschen gegen den Boss kämpfen. Jawohl. Es geht schon vorwärts. Was mache ich jetzt? Es kommen immer mehr Leute. Oh, hier, legendär. Kampf. Boss. Starten. Gut.
das Rote. Shane. Sagen, das war's für heute. Ich gehe jetzt hier offline. Interessantes Spiel, aber ich bin müde. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du bei dir dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.